Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch hier recht herzlich zurück zu Okami HD. Wir sind momentan auf dem Shinju-Feld und ja, wie soll man das nennen, ne? Wir farmen gerade mal kurz ein bisschen die Zähnchen. So, denn wir brauchen diese Monsterzähne und es gibt eigentlich keinen besseren Ort, das zu machen als hier, denn seht euch das an, die halten hier nichts mehr aus, ne? Einmal draufhauen und zack, ist das hier zu Ende. So, und dann muss ich dann mal meinen Ton noch ein bisschen leiser machen, denn er ist ein bisschen laut hier. Und schon passt er. So sammelt man hier Zähnchen ein. So, einen Moment. Ein bisschen leiser machen hier. Passt er. So. Genau, das machen wir jetzt ein bisschen, bis wir brauchen irgendwie, wie haben wir jetzt? 72, wir brauchen irgendwas mit 130, glaube ich. Ich farm einfach mal bis 130, das müsste reichen. Das wird nicht lange dauern, 4-5 Minuten. Aber das bringt uns ein neues Item ein, was dafür sorgt, dass wir wesentlich mehr Tinte bzw. schnellere Tintenregeneration haben. Und Tinte macht uns mächtig, insofern muss man da, verdammt, das natürlich auch mitnehmen. So, hier. Ausgezeichnet, außerdem gibt es mal wieder ein paar gute Währungen, ist gut fürs Ego. Ne? Viel Geld verdienen können wir hier nicht, weil, naja, Shinju fällt, aber... Wobei, wir sind jetzt inzwischen auch die hier, die drei. Scheiße. Die drei so eine Zähne, die treiben sie jetzt auch hier rum. Das macht das Ganze doch auf einmal ziemlich sinnvoll. Müssen einmal hier die Köpkens zerhauen. So. Dann können wir ihn hier fertig machen. Nochmal, nochmal, nochmal. Und ihr seht ja, gibt gleich direkt auch mal lecker drei. So kann man arbeiten, ne? So lässt sich das mal schnell machen. Oh, dann steht uns bald noch etwas Ekliges ins Haus. Das mache ich dann wahrscheinlich auch hier nach. Ihr habt ja mal gesehen, dass dieser Ida-Postboten-Typ hier rumrennt, wie so ein Bekloppter. Ja? Wenn wir den dreimal besiegen, dann gibt das auch noch was Schönes. Und das bedeutet, es ist langsam an der Zeit, dass ich mich ihm stellen muss. Ich habe da gar keinen Bock drauf, aber... wir müssen es trotzdem schon so wettrennen oder sowas, das ist niemals, ne? Weder in echt noch in irgendwelchen Videospielen. Und ihr seid noch nicht mal richtig gespawnt und ich bringe euch um. So muss das. Was ist das für einer? Ich glaube, er ist fertig. Genau, und die machen wir kurz fertig. Okay, aber der hat uns Ketzern gegeben. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So. Wie viel haben wir denn jetzt schon auf unserer Zahnuhr? 83, ihr seht, ne, das wächst. Ein paar Kämpfchen noch und dann haben wir das. Und können uns das schöne Tinten-Item holen. Wir haben jetzt hier schon, wie ihr seht, diese rote Rahmen da um uns herum gebeutet. Wir sind jetzt resistenter gegen Feuer. Das Item haben wir schon mal. Und ja, dann gibt es noch die Tinte. Und nachher gibt es noch ein ganz schönes, aber das dauert noch ein bisschen, bis wir das kriegen. Wir müssen erst den nächsten Endboss noch besiegen. Dann schaltet sich das frei. Das wird auch ziemlich awesome, wenn wir das haben. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. So, hier, jo, das glückt. Hallo Pferdchen, schläfst du schön? Das ist erfreulich. Guten Tag, ich brauche Zähne, auch von euch. Moin. Na, komm mal ran hier. So, ihr seht halt, hier geht's am schnellsten, ne? Einhauen, einmal hauen, einmal bis zweimal hauen und die Dinger sind durch. Und da kann man natürlich mal eben ein paar Zähnchen farmen. Du. Irgendwie flippt herum. Bisschen Breakdancen hier. Ach, da fällt mir noch was ein, was wir auch noch machen müssen hier. Hier gibt es nämlich noch mehr Sachen. Shinju-Feld steckt noch voller Geheimnisse und Überraschungen. Und der Typ, der versorgt mir jetzt meinen Plan, ne? Der braucht so lange. Vor allem, wenn wir einen Zahn von ihm haben wollen, müssen wir ihn ja normal rumhauen. Hier. Und dann geht's los. Zack, zack. Oh, shit, da war ich zu fast. Zweimal hauen hat auch bei dem gereicht. Das hätte ich jetzt nie erwartet. Da hätte ich so dreimal eingeschätzt. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, hier. Schneller, wir haben hier so viel Zeit. Und zwar sehen wir hier schon so einen Schrein. Nee, wir haben ja mal hier so ein Loch reingebombt. Da ist Ida. Den müssen wir nachher noch racen. Das hilft nichts. Und dann haben wir hier irgendwo so ein Loch reingebombt. Wo ist denn das? Da hinten. Ach. Ja, komm ran. Nummer 1. Zack. Warte, die krieg ich auch weg. Bam, bam. Nummer 2. Und dich hier. Ja. Wir sehen aber, dass wir es mal schaffen, ihn
normal umzubringen. Nochmal. Dann gibt es nämlich auch, wenn man ihn jetzt zerhacken kann, einen Zahn. Also auch das ist möglich. Sehr gut. So, und zwar hat das schon wieder Ida, der ist auch fix, der Mann. Hier, diesen wunderbaren Schrein, den wir mal freigebombt haben. Da hinten seht ihr ihn. Da geht auch noch was mit, zeige ich euch gleich, was wir da machen müssen. Upp. Mal sehen, ob der nachts draußen ist. Der gute, entsprechende Typ, mit dem wir da reden müssen. Oder ob er sich nachts drinnen aufhält. Sonst müssen wir warten, bis Tag ist, aber da wir hier eh uns farmen, wird das früher oder später passieren. So, mal gucken, ob ich hier alle auf einmal wegkriege. Ah, Mist, einer ist noch über. Ran, zack, dann ist er nämlich relativ wehrlos. Wenn er seine Schädel nicht mehr um sich rumfliegen hat, ist er eigentlich unbewaffnet. Oh ja, hab ich einmal zu viel gehauen. So, die auch noch. Ah, das läuft doch. Oh, wir sind getroffen worden. Erstaunlich. Unsere Göttlichkeit ist wieder auf Rot, oder? Sehr unangenehm. So, okay. Ach, da haben wir auch schon den Tag. So, das passt eigentlich ganz gut, weil wir sowieso zu dem Menschen hier müssen. Unserem wunderbaren... Ihr erinnert euch noch, der stand mal da drüben und hat sich gewundert, wo seine Pötterei hier ist, die dann wieder aufgetaut ist. Und der macht hier so wunderbare Pötte. Jetzt reden wir mal mit ihm. Das ist das Leben, Mann. Es ist toll, wieder meine Axt zu schwingen. Freund, siehst du den Ofen da? Er verschwand, als der Fluch ihn traf. Meine Werkstatt ist mein ganzer Stolz. Ich bin total happy, dass ich sie wieder habe. Eigentlich bin ich ein Künstler, der mit der Natur auf einem ganz hohen Level kommuniziert. Ich kann es kaum erwarten, wieder ein paar Pötter anzufeuern. Tonwaren sind wie ein Spiegel zur Seele. Mann, in welchem Gemütszustand du dich auch immer befindest, gut oder schlecht, es kommt alles in den Pöttern raus. Guck dir das an. Ich habe mein erstes Stück fertig gebrannt. Meine erste Vase, der Arthurhals. Alles klar. Ich liebe Blumen. Vasen für eine Blume sind meine Spezialität. Du kannst sie haben, wenn du magst. Alles klar. Die Dinger brauchen wir nämlich. Wir nehmen die jetzt auf. So, und bringen die jetzt zu diesem Schrein, den wir freigebombt haben. Von dem Schrein gibt es, glaube ich, 3 Stück auf dem Shinju-Feld. Und wenn wir alle 3 mit einer Vase versorgt haben, dann passiert etwas Schönes. Problem an der ganzen Geschichte ist nur, die Vasen... Also die nächste Vase erfolgt erst nach einer gewissen Zeit. Es gibt da keinen Trigger, der sagt, okay, du hast jetzt den Endgegner besucht, geh mal wieder hin. Gibt's nicht. Sondern einfach nach einer gewissen Zeit erscheint die nächste Vase. Hätten wir also eigentlich auch schon ein bisschen viel früher mit anfangen können. Aber naja, wir haben ja Zeit, ne? Ist ja nicht so, als wären wir im Stress. So, dann kümmern wir uns noch ein bisschen um Gegners. Ja, wunderbar. Die lohnen sich hier. Dann kann ich ein bisschen D. Dann D. So, und bei dir fehlt noch ein so ein Dinger. Und dann kann ich die hauen. Bap, bap, bap. Nochmal. Oh, der hält was auf. So, jetzt ist er am Schluss hier. So. Ja, das läuft doch. Jetzt gucken wir mal, wie viel Zähne wir schon haben. 102. Ich glaube, es waren nur 100. Wir könnten es also mal wagen. Oder wir gehen auf Nummer sicher und holen uns noch 20 mehr. Was meint ihr? Ich bin, glaube ich, für Nummer sicher. Dann müssen wir da, vor allen Dingen für die nächste Geschichte nicht mehr so viele Zähnchen brauchen. Die braucht man ja immer mal wieder. Oh, holy shit. Ich liebe getroffen. Warte, einmal den hier. Bevor er verschwindet. Dann kommst du mal dran hier. Ihn hier, weil das 3 gibt. Gut, ach, da habe ich den gleich mitzuhaben. Na wunderbar. Das wollte ich nicht, Leute. Naja. Kann man noch ein Stückchen Tee gönnen. Oh, guckt euch das an. Da wurden wir getroffen. Peinlich. Okay. Bloß nicht hingucken da. Was wir auch mal noch gerade machen können, gleich, während wir hier so am Level sind, einen Abstecher zurück ins Kamiki Village und mal gucken, was es an neuen Belohnungen an dem Bäumchen für uns gibt. Da waren wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Nee, gut. So, komm mal her, du. Und die ersten beiden haben wir direkt, gleich weg. Zack. So.
auch noch mit. Zack. Und schon wieder drei mehr. Du. So. Damit das hier nicht komplett in Gelevel ausachtet, machen wir gerade einen schnellen Abstecher ins Kamiki Village und danach auf dem Rückweg holen wir uns nochmal so 10 Stück oder so, dann haben wir das glaube ich auch erstmal. Den Rest kriegen wir wieder ganz normal beim Spielen zusammengesammelt, da müssen wir nicht rumfarmen. Das ist ja auch nicht wirklich spannend beim Zugucken hier, ne? Blaufuchs hier Unmengen an Gegnern in Windeseile zerknallt, um Zähne zu bekommen. So, ja, dann seht ihr auch mal das Kamiki Village in schön HD. Hübsch sieht es aus. So, haben wir den hier. So, ein bisschen den Magen füllen. Nach der ganzen Monsterhass hat man ja Hunger. So. Dann mal hoch da. Und schauen, was so für uns parat liegt. Ich weiß gar nicht, wir haben ja ein paar Bäumchen seit dem letzten Mal, glaube ich. Haben wir. Also müsste was werden. Wir dürfen sowieso auch noch zwei Personen stehen, mit denen wir auch noch reden müssen. Das ist gar nicht mehr schlecht, mit denen müssen wir nämlich noch quatschen. Seufz, das Fest ist vorbei. Ja, ich schätze, wir sollten lieber schnell weiterziehen. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, das Dorf jetzt schon zu verlassen. Ich meine, diesen Baum, er blüht, als wir alle dachten, er sei tot. Für einen Traum sieht er jedenfalls sehr real aus. Ihr müsst aber das Dorf verlassen. Wir müssen nämlich in die Stadt Saiyan, mit denen läuft auch noch was. Mal gucken, was hier passiert. Kutani-Töpferei. Was haben wir hier? Das war's schon, nur eine Sache. Na gut. Dann ist es wohl so. Schwester, die ganzen Blüten sind wirklich rausgekommen. Es war nicht nur ein Traum. Es muss aber einer gewesen sein. Das kann nicht real sein. Wenn mich jetzt jemand anstoßen würde, dann würde ich aufwachen. Sie glaubt, sie würde träumen, was? Nun dann, verpasst ihr einen, damit sie aufwacht. Butz! Autsch! Hä? Träume ich noch immer? Also, sprießen Blüten wirklich aus diesem Baum? Aber das kann nicht sein. Wunder passieren einfach nicht wirklich, oder doch? Jetzt müssen wir vor ihr, glaube ich, noch einen Baum sprießen lassen. Holy Raw! So, wenn ich jetzt mit dir rede. Schätze, ich muss jetzt an Wunder glauben. Ein bisschen wenigstens. Ja, gehst du denn jetzt los? Da war eine Tür aus Licht. Nein, da war keine. Das ist unmöglich. Schnurz. Da war eine Tür aus Licht. Nein, da war keine. Lalalala. Ich mach nochmal so einen Baum, weil die sind immer noch nicht losgegangen. Ich will, dass sie sich bewegen. Okay. Wir werden sehen, ob das geklappt hat. Ah, da passiert irgendwas. Ah, große Mutter Amaterasu Okami. Die abscheulichen Kreaturen, die unsere Welt bedrohen, werden stärker. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass wir größte Vorsicht walten lassen. Immer wenn du einen Wächtersprössling wiederhergestellt hast, dann habe ich eine neue Frucht erschaffen. Das sind Wächterfrüchte. Sie enthalten wundersame Schätze, die ich dir gerne schenke. Jedes Mal, wenn du einen Sprössling wiederbelebst, kannst du nach Kamiki zurückkommen. Für mehr. Hier, bitte nimm mein Geschenk an. Deine Reise wird eine lange sein. Aber vielleicht wird dir das helfen. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Vielen Dank. Hast du es kapiert, Fellknäuel? Wenn du einen Sprössling wiederbelebst, dann bekommst du Früchte. Nicht so schamhaft. Es gibt nichts Besseres als ein Geschenk von einer heißen Braut. Ja, dann hat er wohl recht, ne? So, okay. Das hat geklappt. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Vielleicht muss ich sie auch hier durchziehen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, ob ich sie nehmen kann. Nee, darf ich nicht. Hat sie Angst. Okay, dann moven wir wieder davon. Frucht haben wir. Denen haben wir gesagt, sie sollen sich mal bewegen. Hoffentlich finden wir sie dann in Saiyan wieder. Da müssten sie nämlich dann sein. Man weiß es aber nicht so genau. So, gut, dann wieder zurück auf das Shinju-Feld. Ich mache auf dem Weg einfach
zu unserem Teleporter-Ding noch 2-3 Kämpfe und dann haben wir auch genug. Das sollte, glaube ich, reichen. Und dann suchen wir erstmal wieder den Kaiser auf, um uns von ihm diese wunderbare Tintenfähigkeit zu organisieren. Und dann können wir erstmal weitermachen. Storymäßig. Gut, wir können Ida jetzt noch besiegen, aber das hat auch noch Zeit. Wir können auch, das können wir auch erst nach dem nächsten Endboss machen. Insofern, vielleicht machen wir das erst nach dem nächsten. Das eilt ja nicht. Aber in der Stadt Cyan gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Also, da sind wir noch lange nicht fertig. Glaubt mir, da geht noch was. So, erstmal gucken. Hallo, gleich mal wieder so eine Goldquelle hier. Den noch. Und den auch noch. Und rauf da. Und nochmal. So, dann zerschneizeln wir dich. Dann noch dich. Und du da auch noch. Da kommt die Zehnchen rüber. Und ein bisschen Kohle. Ist nicht die Welt, aber besser als nichts. So, gut. Ich würde sagen, wie viel haben wir? 114, das wird reichen. Machen wir uns mal auf. Wieder zurück. So, wupp. Und dann einmal so. Und los geht das. Wir müssen zurück in die City. So, ich glaube, direkt in der Stadt gab es keinen. Ryoshima-Küste. Auf Kamiki, was ist das? Zugbrücke? Ja, wir müssen an die Ryoshima-Küste. Direkt in der Stadt Cyan gibt es keinen Teleporter. Macht aber nichts. Ein bisschen Fußweg ist nicht verkehrt. Gehen wir mal ein bisschen. Irgendwie muss ich auch mal bewegen. Die Frau wird ja auch. Ne? Die wird faul. Können wir mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt? Okay, das können wir noch nicht. Oder können wir das eigentlich schon? Mal gucken, ob wir das schon zerschneiden können. Nope, da geht noch nichts. Das lernen wir noch. Oh, was haben wir hier? Oh, hier sind noch Affen. Na, da gibt es mal ein bisschen Futter für euch. Hier noch ein bisschen Fisch. Lasstet euch munden. So. Ja, wir haben auch die Fallen gemacht. So, weiter geht's. Weiter geht's. Da ist der nächste, den wir racen müssen. Das ist Nummer 2. Aber es gibt 3 Stück. Der dritte ist. Im Wald war, glaube ich, keiner. Insofern muss der entweder in der Stadt sein, was gruselig furchtbar wäre, oder später im nächsten Gebiet. Wer weiß. So. Dann mal ab zum Kaiser. Man kann die Stadt jetzt auch mal erkennen. Die war ja schon immer da so hinten im Background, aber jetzt kann man auch mal erkennen, dass da eine Stadt, dass das eine Stadt sein soll. Und nicht nur Matsch. Das ist schon schön. So, hier gibt's auch noch ein bisschen was für uns zu tun. Und zwar gehen wir zunächst einmal. Ihr erinnert euch noch, wir haben, ich glaube, hier hinten dem wunderbaren Koch den goldenen Pilz gegeben. So, da geht nämlich eigentlich noch was. Da war ich letztes Mal ein bisschen verwirrt, dass das nicht weiterging. Wir kriegen von ihm nämlich eigentlich. Jetzt reden wir mal mit ihm. Oh ja, das ultimative Gericht. Ich war so von meinen Gefühlen überwältigt, als ich den goldenen Pilz in meinen Händen hielt. Kein Tag ist vergangen, an dem ich diesen gewaltigen Topf und den riesigen Herd nicht für diesen Tag vorbereitet habe. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Es soll nicht mehr lange dauern, Welpe. Heute wird der feurige Koch Yamenenko das ultimative Gericht kreieren. Nun, sieh sorgfältig hin, Welpe. Vielleicht kannst du ein oder zwei Dinge lernen. Seht Yamas Suppe Deluxe. Flammenanfächernder Tanz. So, wir lernen nämlich hier noch eine neue Technik. Das geht aber erst, nachdem er alles vorbereitet hat. So, jetzt macht er ein bisschen wehen. Tja. So, und jetzt müssen wir was machen. Und zwar das hier. Oh fuck, das hat nicht funktioniert. Machen wir es nochmal. Ein bisschen kleiner. Why does it not... Das funktioniert nicht. Dann mache ich es mal noch ein bisschen größer. Na also, es sollte einfach nur riesig sein. Yo, da kräht auch schon der Hahn. Das Unendlichkeitssymbol müssen wir malen. Das ist im Hintergrund an der Wand gewesen. Oh, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes, reines Herz haben meine Macht wiederhergestellt. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie.
Entfessle deinen Zorn in einem mächtigen Feuerschlag. Ja, damit können wir direkt alles auf dem Bildschirm anzünden. Kostet aber entsprechend Tinte, ne? Ich hab's geschafft. Mein lang gehegter Traum wird sich endlich erfüllen. Ich präsentiere Reiseeintopf-Eruption. Nee, doch, Reiseeintopf-Eruption. Nun, was denkst du, Welpe? Ganz schön beeindruckend, was? Ja, schon ziemlich awesome. Okay, nochmal 50 Frame. Nicht schlecht, aber wir wissen nicht, wie es schmeckt. Nur vom Angucken. Aber nun genug damit. Ich hätte nie gedacht, dass du die Macht von Moegami hier bekommen würdest, Amy. Erinnerst du dich an das Zeichen an der Wand? Male es und du kannst die Macht des Infernos überall einsetzen, wo du möchtest. Nutze sie und mache aus den bösen, gemeinen Monstern Asche. Sie werden nicht wissen, was sie getroffen hat. Verbraucht Reiseeintopf. Spezialität des Hauses, füllt den Magen völlig. Darf man mal gleich 20 essen. Und noch eine Kiste. So. Jetzt haben wir wieder voll überzogen. Dann machen wir direkt hier einen Break, ist auch ein schöner Ort. Ich bedanke mich bei euch immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Daumen da, Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss, viel Spaß beim Zocken. Euer Blaufuchs.